Jörg, einen herzlichen Glückwunsch. 39-29 in Söflingen. Man kann also von einem rundum gelungenen Saisonstart sprechen, oder wie nimmst du es wahr? Ja, wir sind super, super zufrieden und froh, dass wir mit einem Sieg und auch mit einem deutlichen Auswärtssieg in die Saison starten können. Und das war unsere Zielstellung, darauf haben wir 7 Wochen hingearbeitet, haben uns jetzt in dieser Woche ganz speziell dann eben auch auf Söflingen sehr intensiv und detailliert vorbereitet und haben ganz viel von dem auch auf die Platte gebracht und ganz besonders in der ersten Halbzeit sehr, sehr zielstrebig agiert. Und deswegen dürfen die Spieler heute feiern. Ja. Du hast es schon angesprochen, ihr habt jetzt wirklich viel gearbeitet, lange auch gearbeitet. Wie hat es sich jetzt dann auch für dich angefühlt? Erstes Spiel als Headcoach in einem Pflichtspiel, auch wieder Fans mit dabei, unsere Fans, war eine tolle Stimmung wieder. Es war ein bisschen lauter als in den Testspielen und wir haben die ersten 5 Minuten noch 2, 3 Aktionen drin gehabt, wo ein bisschen Nervosität war. Dann hatte Söflingen auch noch 1, 2 Ideen für unsere Abwehr vorbereitet, die wir erst dann beim 2. und 3. Mal dann auch gelöst haben. Und ansonsten war es nicht ein großer Unterschied zu den letzten Wochen. Also wir haben ja wirklich schon 11 Testspiele gemacht und sind auch mit den Dingen gestartet, die bei uns auch schon fester sitzen. Und das hat unglaublich Spaß gemacht in der ersten Halbzeit. So dass ich dann auch in der zweiten Halbzeit schon auch Dinge habe spielen lassen, besonders defensiv, die wir noch gar nicht viel trainiert haben mit unserer 6-0-Abwehr. Aber das ist ein Ziel von uns, dass wir da variabel aufgestellt sind, auch unterschiedliche Abwehrsysteme verteidigen. Und deswegen war auch die zweite Halbzeit für uns sehr wertvoll heute. Wie hast du denn die Rückkehr der Fans erlebt? Also alle, die so das letzte Jahr mitmachen mussten in leeren Hallen, die haben danach gelächzt. Du warst jetzt im letzten Jahr kein Trainer, aber wie hat es sich für dich angefühlt, auch auswärts so begleitet zu werden? Du sagst es, ich habe es selber nicht erlebt, in leeren Hallen zu spielen. Ja. Deswegen ist es für mich normal gewesen, so schön einfach. Und ich habe es genossen. Ich habe auch ein bisschen gemerkt, dass ich einfach meine Spieler nicht so gut erreiche, weil es sehr laut war in der Halle und du dann doch mehrmals rufen musst, damit ein Spieler merkt, dass du ihm was mitteilen möchtest. Und cool, einfach cool. So macht Handball Spaß, wenn die Halle voll ist. Und jetzt nehme ich an, es fängt ein bisschen an zu kribbeln, wenn wir da schon an nächstes Wochenende denken. Samstag gegen Oppenweiler Backnang, richtig starker Gegner, wird der erste Kracher wahrscheinlich in der Saison. Und die Schänzelhölle zu erleben nach langer, langer Zeit. Ja, Step by Step. Ich habe der Mannschaft jetzt gerade gesagt, dass sie heute Abend keine andere Aufgabe haben und auch morgen als dieses Spiel zu genießen und nachzubereiten und als Gruppe, aber auch jeder für sich einfach die Arbeit, die wir jetzt in der Vorbereitung und ganz speziell auch in dieser gesamten Woche, 5 Tage lang oder 6 Tage lang für das Spiel heute gemacht haben, dann auch Revue passieren zu lassen und nicht sofort zum nächsten Gegner zu eilen. So, das ist wirklich ganz wichtig, dass wir uns selber beibringen und daran halten, Siege auch zu feiern und nicht als selbstverständlich zu nehmen. So ein Sieg ist was Besonderes. Und die Arbeit heute, 60 Minuten, Vollgas, die Jungs sind ordentlich gerannt, sind in die 1-1-Situation gegangen, defensiv, offensiv, haben sich geholfen, haben gekämpft. Und deswegen schalten wir jetzt nicht auf den nächsten Gegner, sondern dieses Wochenende gehört zu dieser Woche. Und ab Montag bereiten wir uns natürlich auf unser Heimspiel vor und darauf freuen sich auch schon alle, ganz klar. Und das ist natürlich mit Oppenweiler direkt eines der Top-Teams in der Liga. Ich hoffe, dass so viele Zuschauer kommen, wie in Konstanz wohnen. Sollen alle kommen. Und geil. Also natürlich freuen wir uns darauf. Also dann erstmal feiern und genießen dieses Wochenende. Danke, Jörg. Danke dir.